Herzlich willkommen zu Dr. Capella und zum dritten Part zum allerersten Krankenhaus in Pound Country, in Two Point Hospital. Und ja, wir arbeiten ganz streng danach, dass wir auch das dritte Sternaltar kriegen, ja. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Müssen wir den kriegen? Also ein paar Patienten müssen wir noch heilen, das kriegen wir wohl hin. Was? Oh, hier hat das nicht funktioniert. Ja, ist leider schade. Weil Patienten, die nicht geheilt werden, bedeuten auch leider für uns keinen weiteren Fortschritt. Ah, die sind aber auch ziemlich gestresst mit Energie und so. Wir haben zu viele Hausmeister. Würde ich nicht sagen. Es gibt hier so viele Sachen, die wir instand setzen müssen. Das wird schon gemacht, ne? Ja, der wird gerade geschissen. Ja, bin ich sehr zufrieden damit. Weil das ziemlich eng ist. Holistics Nature Commune last week to see what they could do about my gravy allergy. They recommended a long stay at their spa and a bottle of rosemary extract. It cost me a month's wages, but I'm finally starting to feel the effects. Still can't eat gravy though. Die Toiletten, die müssen so oft gemacht werden. Alter, vor allem die, was ist denn da los? Da will doch kein Schwein ran. Da will doch keiner mehr scheißen gehen. Wir haben nicht genügend Hausmeister. Wenn Scheiße ist. Okay. Aber wir haben ja irgendwas Neues bekommen, ne? Ich hab den gar nicht gesehen. Und zwar den Salz-Snack-Automaten. Steht den Hunger, aber erhöht den Durst. Wir wollen kein Geld machen mit Automaten. Nee, nee. Nee. Wollen wir nicht. Nee, nee. Nee, nee. Ist nicht unsere. Nein. Komm, zwei von den Dingern da erstmal hinballern. Oh, violette Bank. Violett? Sieht ganz anders aus. Sieht schicker aus, wa? Da wird man gerne sesshaft. Was bei der normalen Bank? Was steht da? Zum Hin... Okay. Ja, können wir denn die Bänke, die wir haben, jetzt upgraden im weitesten Sinne? Schade, dass man das nicht machen kann. Also, dass man so gesehen, weil die kosten jetzt aber auch nicht mehr Geld, oder? Nee. Nee, so eine Art Upgrade gibt es leider nicht. Finde ich schade. Hätten sie ruhig machen können. Dann spart man sich nämlich hier, ein bisschen Zeit, wie ich finde. Aber die sehen halt auch ein bisschen schnieker aus, wa? Deswegen werden wir sie mal verkaufen. Und werden hier... Oh. Naja, gut. Also, wenn es eine Möglichkeit geben sollte, ja, lasst das mal gerne in den Kommentaren da. Würde mich mal selber interessieren, wie man das, ja, handhabt. Ob das wirklich geht. Gibt keine Sitzmöglichkeiten hier. Sind hier keine Bank oder was? Ha! Wortwitz! Wir sind keine Bank. Das ist eine Bank. Oh nein. Kann halt auch nicht jeder verstehen. So. So, da können wir ja nichts machen. So.
Ich habe keine scheiß normale Bank mehr, wo man sich nur hinsetzen möchte, sondern jetzt will man sich bequem setzen. Oh, stimmt gar nicht, ich habe gelogen. Hallo? Verkaufen. Verkaufen. Einmal eine violette Bank, bitte. Danke, danke. Okay, weiter geht's. Aua. Ich habe immer noch keinen Kaffee. 3 Aufnahmen gemacht heute und immer noch keinen Kaffee. Also, ich habe schon einen, aber der war zu Part Nummer 1. Ich werde mir gleich noch ein Käffchen machen, glaube ich. Also die Toiletten sind sehr schnell schmutzig. Genau wie der hier. Ab hinter. Gib mir auf den Sack. In today's headlines, lottery winner Arthur Compass has announced winning the jackpot hasn't changed him one bit. He made this announcement floating over Croquembouche in his new gold-plated hovercraft. Just like he's always done. In der Regel sind ja alle Mülleimer relativ... Oh, was ist das denn? Notfall, helles Köpfchen. Oh. 7 Patienten. Machen wir ja, aber... Das schaffen wir nicht mit einer Maschine. Da brauchen wir noch ein Zimmer. Das steht fest. Okay, Prestige 3. Ich weiß auch gar nicht, wo man das... Ach doch, da sieht man's. Wir hätten so viele Möglichkeiten hier noch, das alles zu machen. Aber ich würde sagen, wir stellen nochmal einen Doktor ein. Wie viel haben wir? Ärzte? 3 Stück nur, das reicht nicht. Da brauchen wir mehr. Habe ich jetzt eben einen Krankenpfleger eingestellt? Tut mir leid, Krankenpfleger, aber das war leider ein Fehler. Ich wollte einen Arzt. Mir gefällt es nicht, dass er auf 3 Sterne ist und hier noch nichts hat. Bereit für Weiterbildung, ach so. Hat Potenzial, energiegeladen, kann Geschenke besser einpacken als du. Kann Geschenke besser einpacken als du. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich finde das so geil. Kann Geschenke besser einpacken als du. Ja, das ist eine Qualifikation, die hat nicht jeder. Tschüss, kannst du rausgehen. So. Wir haben davon 2 Stationen, ja? Das wird ja wohl machbar sein hier. Also die müssen sich doch dann gut aufteilen, meines Erachtens. Dann haben wir auch die Aufgabe locker drin, würde ich meinen. Ack, ack. 7 Stück waren aber angesagt. Megan Pass has sent in a very thorough quote for today's nice words of the day. Remember that you are strong and blessed, that to live is to learn, and that all bad things happen for a reason, while good ones come to those who wait. That's a lot of nice words, Megan. Das sind das... Achso, ja, wir haben ja 2 Maschinen. Ja, soll mal ruhig repariert werden.
Ja, 7 Stück sind schon eine ganze Menge, darf man nicht verachten. Mit einem Zimmer kommst du da nicht hin. Nicht in der Zeit, glaube ich. Von da aus. Zu viele Hausmeister. Nee, aber nicht. Wir haben ja 800.000 Pflanzen. Kann ja wohl kaum einer wässern. So, jetzt haben wir schon mal 2 Stück in der Arbeit, sprich, ja, das ist machbar. Das läuft. Das funktioniert. Und gibt auch ordentlich Geld. Wir haben jetzt schon 443.000. Damit haben wir die Aufgabe ganz schnell gelöst. Wir machen immer noch Profit. Nice. Nice. Der nächste. Hä? Achso, er kommt als nächstes. Ja, gut, das ist richtig so. Die Notfallpatienten müssen als erstes ran. Das ist auch richtig so. Kann man auch vorspulen? Ja, kann man sogar. Zwar doof mit Vorspulen, aber okay. Damit hätten wir schon Zeitschriftstand. Ah, lol. Okay. Glückwunsch. Ich hoffe, dass du dich weißt, wo du eine vorbildliche Einrichtung hinkriegen hast. Das County wird nämlich von dir erwarten, dass du das endlos wiederholen kannst, auf dass dich das von deinem Mut und Befreundung an der Universität erfüllt. Ich mach mal wieder auf normale Geschwindigkeit. Also wir haben es geschafft. Wir sind auf 3 Sterne. Wir haben jetzt nur noch die Patienten. Herausforderung. Steht zwar online, aber wir können es leider nicht anklicken. Vielleicht kommt das ja noch. Ja, 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 ja. Wir wissen Bescheid. Wir haben hier Geld. Wir können hier machen und tun, was wir wollen. Geil. Ich will jetzt noch gerne nur sehen. War das ein Notfallpatient VIP? Natürlich. Zwei Patienten gingen einfach mal drauf jetzt hier gerade. Sehr gut, wir haben bereits viele Patienten aus der Gruppe geheilt, hat unser Ruf geholfen. Achso, okay, 6 von 7. Naja. Hauptsache, die sterben einfach, weißt du? Einfach nur so. Sie sterben einfach. Die Geräusche. Also, wir haben neuen Gegenstand. They said he was too old. They said he looked ridiculous. But when the world needs a hero must put on his spandex. This summer, Roderick Cushion returns as Perilous Spandex in Perilous Spandex 5, A Stretch Too Far. Dafür braucht man einen Assistenten. This is Two Point Radio. Wie schicke ich denn Leute zur Weiterbildung? Bereit für Weiterbildung, ja. Aufheben, feuern, Pause einlegen, Gehalt prüfen, Jobs. Aufgabenzuweisung für das Personal. Ah, okay. Ja, beide dürfen das ruhig tätigen. Also so kann man nochmal gewissen Leuten Zuständigkeiten zuweisen. Wow, sehr komplex. Halleluja. Ich guck mal noch wegen AU. Sprache war Deutsch, das ist klar. Alle 3 Monate, okay. Steuerung, Audio, Grafik, war eh alles auf hoch, soweit ich das weiß. Okay. Wir haben wirklich zu viele Hausmeister. Ja, das ist eine Nachricht, die... Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier irgendwas finde. Also...
Also wegen Forschung, wisst ihr? Also es wurde ja schon vom Spiel angesprochen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, sage ich mal, dass gewisse Sachen noch nicht freigeschaltet sind halt hier in der Art und Weise. Nee. Wir haben nur Objektzimmer, Krankheiten, Personal. Unter Personal hätte ich es mir ja schon eigentlich fast vorgestellt, dass wir da was mehr machen können. Aber ich wüsste nicht, wie wir weiter bereit für Weiterbildung, also was wir damit machen könnten, müssten, um halt zu sagen, dass er mehr machen kann. Vor allem der ist hier auf. Oh, der will mehr Geld. Soll er kriegen. Bereit für Weiterbildung. Ich glaube mal, die Felder hier unten, da kommt auch noch viel, viel mehr. Kann mir nicht vorstellen. Ich meine, das finde ich auch so cool an dem Spiel. Bereit für Weiterbildung. Genau da das Gleiche. Da können wir auch nichts machen. Außer, dass wir echt das Gehalt immer überprüfen müssen. Wie hieß der Dr. Schweiß? Wunderbar. Gut. Aber ich würde sagen, grob und ganz haben wir das Level gemanagt. Wir haben keine Ziele mehr. Unser Krankenhaus ist soweit bereit. Und würde sagen, in dem Sinne beende ich jetzt auch wirklich die Folge, den Part Nummer 3. Der war jetzt nicht allzu lang, aber immerhin, wir haben einiges gesehen. Und unser erstes Krankenhaus haben wir damit geschafft. Sogar 3 Sterne, die maximale Bewertung. Und ich würde sagen, in dem Sinne, upsala, bewegen wir uns auch ab zum nächsten Krankenhaus. Zur nächsten Krankenhauseinrichtung. Und in dem Sinne würde ich sagen, der Dr. Capella verabschiedet sich, in dem Sinne haut der Rinsen mit einem bekannten Grinsen und seid im nächsten Part wieder dabei. Kommentare, Daumen hoch, immer gerne gesehen. Von da aus haut der Rinsen in den Tasten.